Einfach alles, was nicht Beamtribe ist, abknallen. Der Typ ist immer noch im linken Turm, der läuft da oben drin rum. Ja. Ich versuch da mal aufzugehen. Also der ist mit seinem Vogel hier drin gelandet und steht... Ich bin mit den Mauern verbunden, ich hab's gerade versucht. Ja, ich bin mit dem Vogel, ich brauch Fleisch, Alter. Wir sind hier, die euch verteidigen, Idioten, Alter. Ich brauch Fleisch, Mann. Lass den Vogel hier. Ich hab inzwischen mein Gewehr und meine Muni gebunden. Ja, wir suchen bestimmt... Ist okay, ich glaub das. Ich hab aber längst auch kein Fleisch mehr. Irgendwas war danach gefragt. Ich hab ihn einmal getroffen mit dem Pfeil. Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einem Abonnenten-Special hier bei ARK Survival Evolved. Und zwar möchte ich mich ganz gerne bedanken, dass ihr so zahlreich abonniert habt. 71 Stück haben wir mittlerweile zusammen. Und ich würde das so machen, wenn bis August die 100er-Marke geknackt ist, würde ich unter allen Abonnenten eine 10 Euro Steam-Giftcard verlosen. Und einfach nur, um euch Danke zu sagen, ja, dass euch meine Videos gefallen und ja, dass ihr abonniert habt und Kommentare schreibt und so weiter und so weiter. Und ich werde heute noch ein Special raushauen. Und zwar ist genau heute versucht worden, und das Beamlager zu überfallen. Ein kleiner Raid, ja, wohlgemerkt, es wurde versucht. Und was dort passiert ist, wie das Ganze ausgegangen ist, so könnt ihr dann natürlich in dem folgenden Video sehen. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, Leute, für die Abos. Und wie gesagt, abonniert weiter, macht einen Daumen hoch, kommentiert Videos, es gibt da was für. Ich werde das bei der 150er Marke machen, ich werde das bei der 200er Marke machen. Also jetzt erstmal im August, wenn die 100er Marke geknackt wird, 10 Euro Steam Gift Card Verlosung. Und vielen, vielen Dank, ja, danke, danke, danke. Und jetzt im Anschluss gibt es das kleine Special Video. Also euch viel Spaß beim Zuschauen und dann geht's los. Vielen Dank. Also, haut rein. Dann tötet ihre Viecher. Ja, wie denn? Ja, einen hat er oder zwei hat er doch gekillt, oder? Ich hab jetzt noch 8 Schuss. Boah, lass mich reinspielen. Hier am Hangar ist keiner. Da dreh dich um, der Pronto. Direkt daneben. Habt ihr jetzt schon ein oder zwei von den Angreifern getötet? Ja, nein? Ich hab ja, einen irgendwas gekillt, ist schon ich hab tot. Einen gekillt. Gut. Ich kann mal wieder. Oh, der Pronto macht jetzt gerade hier nichts. Einen hab ich auch erwischt gerade. Und ich bin jetzt auch gerade tot. Das ist nicht die Katastrophe. Respawn irgendwo und weiter drauf. Boah, hab ich einen Leck. Aber wenn du gerade tot bist, kannst du auch gerade fragen, wer uns angreift. Ich hab keine Ammo mehr. Pfeile. Kann sein, dass ich den vom Bronto. Nein, verdammt. Ich brauche einfach nur Munition für meine scheiß Pistole hier. Haben wir nicht mehr. Denn hier das Spino steht hier noch und alles. Verdammt, jetzt war ich drin und bin sofort wieder rausgeflogen. Kann ich durch. Muss durch. Also ich glaube, ich habe den Typ von dem Bronto runtergeschossen. Wenn du kannst, Gizmo, hol mal dein Spino von unten. Hab ich schon. Hänge hier nur gerade an irgendeinem scheiß Spino-Fest. Eckte total. Gibt's noch irgendwo Munition fürs Gewehr? Ja, gibt's noch, bei mir in der Hütte. In meinem Schrank. Wer ist mir Hütte-Schrank? Tyrion.
Tyrion Hütte, das ist auch die Hütte, wo Maulwurfen und so drin wohnt. Das ist ein Raum, der ist lila angemalt. Müsstest du eigentlich finden. Ja. Und da ist ein lilaner Schrank. Und der Code dafür ist 2812. Alter, da backt sich ein Spino durch, ne? Der Spino gehört zu uns. Ja, hab ich nicht. Ein weißer Spino gehört nicht zu uns. Ja, ich schieß auf den, ich hab aber nicht mehr viel. Mann, Alter, ja? Ich komm hier nicht durch unten, ey. Na? Die ganzen Dinos hier scheiße vorm Tor stehen. Jo, den Typ vom Bronto habe ich erwischt. So, und ich habe keine Munition mehr. Habt ihr gar nichts mehr? Was denn hier mit Action was Jackson? Dann nimm dir den Knulke und geh drauf. Ich habe noch ein bisschen Muni für die Shotgun. Ja, ich kann mich jetzt nicht gegen Spino und einen T-Rex anlegen. Action! Ich bin an den Beinen dran mit meinem Löwen. Mit einem Spino hoch. Ja. Wo wohnt Tyrion? So, jetzt. Maulwurken, dann zeig ich ihm, wo ich wohne. User joined your channel. Hallo? Hallo? Jo. Hey, Lutz. Also ich hab mir jetzt unten T-Rex geschnappt, ne? Ich auch jetzt. Ja, ich krieg die Tür nicht auf. Lutz? Okay, ich hab den einen down. Den Spino hab ich down. Ich mach die Tür auf, ich versuch's zumindest. Nur noch der T-Rex, glaube ich, hier unten. Tür ist auf. Alles klar. Ja, ich hänge jetzt an Schneewittchen fest, so jetzt. Hat einer den Bronto gekillt? Ja. Bronto ist down. Okay, der Spino ist auch down. Hoch. Das ist noch ein T-Rex auseinander. Versuch den T-Rex gerade. Ich komm hoch. Ist noch einer da? Hat noch einer irgendwo einen gesehen? Ja, es ist draußen ein T-Rex noch. Ja, ich seh ihn. Wo ist draußen? Am Tor links. Vom Eingang. Vom Eingang links, das ist ein T-Rex. Sag doch hier nicht rum. Ich bin schon die ganze Zeit auf den einen, ey. Der hat nicht mehr viel, ich muss grad das ist ja hier links, ich sehe so viele grüne Farben, ich weiß gar nicht, ob der das ist oder einer von uns. Einfach draufweisen. Können wir unsere nicht schaden? Nein. Okay. Weiß der in die Steinmauer oder macht der? Ich glaube, der will durch die Wand ein Tier von uns töten. Ah, okay, ich sehe den Schwanz. Okay. Ja. Jawohl, wir haben nicht auffressen wegen. Ja, okay. Doch, natürlich auch, weißt du. Sattel und so noch. Ja. Haben wir den jetzt ja, ne? Ja, liegt doch eventuell unten im Beutel drin, da liegt doch der Beutel. Boah. Direkt an der Wand. Ein Sattel habe ich vom Rex. Ey, schießen welche. Okay. Da schießen noch welche, dann habt ihr noch nicht alle. Boah, ich krieg's einfach nicht hin zu däumen, was ist denn jetzt gerade los, ey? Na, schon echt Leute. Hey. Welcher Clan war das denn? Der schießt. Ist Onkel Bob online? Ja. Ja, dein Red Dragon hängt hier in der Wand, ist tot. Und deine Katze. Und deine Katze ist auch tot. Jo. Irgendwer greift noch an. Welche? Guck, die sind hinter dem Berg, oder? Nein. Hat mal einer ins Gehege geguckt? Dein Sattel habe ich gesaved, Onkel Bob, ne? Danke dir. Ich zerhack jetzt seinen. Scheiße, hier schießt noch jemand! Hier schießt noch jemand von der anderen Seite vom Turm hier im Treib drinne. Wem gehört der T-Rex im Gehege? Der ist hier innen drin, drin, wer ist das? Hier steht noch ein T-Rex mitten in der Base. Der hat mich gerade gekillt. Der ist hier oben im Turmbereich. Mit einer Shotgun oder irgendwas. Der Sniper, ja. Ja, oder Sniper, genau. Jo, der ist oben bei uns im Turm drin. In welchem Turm? Bei uns im Turm. Im linken Turm. Hier fliegt. Wenn ihr rausgeht. Ja, hier oben ist der. Der greift mit einem Vogel an, der Mistkerl. Seh den von hier oben. Der will... Leute, hier ist ein Vogel. Der will uns vom Sattel runterpacken. Das ist ein Gegner, der da oben fliegt. Alter, der hat mich. Ja, scheiße. Das ist so eine verfickte Scheiße. Bitte nicht mehr Scheiße. Da ist noch einer mit dem. Da sind auf jeden Fall zwei Stück mit dem Vogel unterwegs. Da oben ist einer. Drei Stück sogar mit Vögeln unterwegs.
Okay, das sieht schon mal gut Pass aus. Pass auf, die wollen euch von den Satteln runterziehen. Also bleibt in Bewegung. Holt ihn euch. Lasst euch nur nicht vom Sattel holen und versucht nicht gegeneinander zu rennen. Jo. Ich kann auf alles schießen, was keine Namensanzeige hat, ne? Du kannst die eigenen Leute nicht verletzen. Okay. Ja, du kannst alle Vögel an dich runterholen. Von uns ist keiner in der Luft. Achtung, oder? Achtung, Tiger kommt rein. Nee, doch nicht, ist einer von uns. Also. Ich stehe hier auf der. Hier einer bei uns mitten in der Base mit einem Vogel, der ist gelandet. Ja. Oh, da vorne. Alle Vögel am besten runter und dann die Vögel runterholen. Unsere Vögel am besten rein ins Gehege. Die sind oben im Hangar. Die haben irgendwelche Sheets an oder so. Ich hab die so oft getroffen und die sterben nicht, ne? Die haben mal gute Rüstung an. Das ist ja einer von uns. Ey, hier läuft ich einer bin, ich bin mit dem Löwen im Lager, mit dem roten Sattel. Oh, jetzt hat er mich. Nee, doch nicht. Ist der immer noch oben in dem Turm drinne? Nee. Ja. Doch? Ja, klar. Wenn er noch nicht geholt wurde, ja. Okay. Jo, hier ist er. Der hat eine Shotgun. Boah, fuck. Wo ist hier? Oben auf dem Turm, beim Tor, beim großen Mensch. Ach, beim Tor ist der? Ja. Ja, oben im Turm. Wenn ihr rausgeht, links neben dem großen Tor. Wenn ihr von draußen reingeht, rechts. Genau da, wo der Marcel gerade drin ist. Da muss er irgendwo rumrennen. Und dann ja, macht mal bitte gesehen. Das Tor zu. Einer. Ja, jetzt hat er mich damit. Die mit den Adlern nicht angreifen, die helfen uns, falls jemand den Chat nicht anhat. Die mit den Adlern sind Chaotics, oder was? Na, hier hat mich gerade einer geschnappt. Ich versuche den irgendwie abzustechen, den scheiß Vogel. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, stand gerade im Chat. Die mit den Vogeln helfen uns, haben sie gesagt. Habt ihr gehört? Ja, aber der hat mich gepackt. Also glaube ich nicht, dass der mir hilft. Der hat mich gerade runtergeworfen und ich bin tot. Ja, ich fliege und tot. Ich hab den Schrei gehört. Ja. Müssen wir mal gucken, unser T-Rex läuft jetzt irgendwo rum und da läuft ein Ankylosaurus rum, der kloppt auf den wahrscheinlich ein. Ach, steckst du da drin, Calypso? Kannst du nicht eine Wand einreißen? Reißt du einfach das Fenster ich weg. Ich sehe hier einen direkt. Der ist immer noch hier oben. Aber ich kann nichts machen. Mit der Calypso, bau doch einfach das Fenster ab. Oh, Kershaw steht immer noch vor der mich sonst einfach von meinem Dino runterballert. Ich komm ums Verrecken in das Scheißspiel rein. Irgendjemand eine Idee? Gerade. In welchem Turm ist er denn? Nee. Im linken Turm vom Tor. Ich seh den nicht. Versuch mich die ganze Zeit zu packen, der Wichser. Ich reiß den Turm ein. Ja, ich hab. Das Stealth-Fighter hier bei uns ist. Achso, ist Jack and Jones, alles klar. Jack and Jones? Wie war das nochmal? Wir dürfen Jack and Jones nicht angreifen. Die helfen uns doch gerade. Echt? Ja, die sind hierher gekommen und helfen uns, haben es auch im Chat geschrieben. Ja, aber das ist irgendwie schwer zu erkennen, dann, ne? Warum lassen die dann den Kumpel da irgendwie auf den Boden fallen? Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht war es ein Versehen. Wahrscheinlich war es eher, ich glaube nicht, dass nur Jack and Jones da rumfliegt und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass uns Jack and Jones hilft. Ja, glaube ich auch nicht. Chat geschrieben. Leute, ich ja, mich durch den Adern. Ich kann auch schön in den Chat schreiben, dass ich, ich habe leider nichts im Inventar, weil die mich vorhin alle hier gekillt, gemutet und keine Ahnung was haben. Alter, ich meine, ihr habt einen riesen Base, ihr habt kein Fleisch hier oder was? Wir sind hier vorne bei euch. Aber das ist ja, da ist ja mit einem Vogel, ich weiß nicht. Ich muss mal schauen, wo wir es haben. Nee, der ist alles klar. Der versucht uns die ganze Zeit... Einfach alles, was nicht Beamtribe ist, abknallen. Der Typ ist immer noch im linken Turm, der läuft da oben drin rum. Ja. Ich versuch da mal aufzugehen. Also der ist mit seinem Vogel hier drin gelandet und steht... Ich bin mit den Mauern verbunden, ich hab's gerade versucht. Ja, ich bin mit dem Vogel, ich brauch Fleisch, Alter. Wir sind die euch hier verteidigen, Idioten, Alter. Ich brauch Fleisch, Mann. Lass den Vogel hier. Du weißt, wie schwierig das ist. Ja. Verdammt. Ich hab inzwischen mein Gewehr und meine Muni gefunden. Ja, wir suchen ist okay, ich glaub das. Ich hab aber längst auch kein Fleisch mehr. Tun,
Irgendwer hat vorher danach gefahren. Okay, ja. Ich hab ihn einmal getroffen mit dem Pfeil. Leute. Unten hat die Hege steht offen. Ja, ich bin gerade unten. Was jetzt gerade willst du? Ich hab ihn nochmal getroffen. Der wird hier unten festgebackt. Der steht am Fenster, Lutz. Ja, an der Tür steht er. Ich seh den. Aber ich hab nur einen Speer in der Hand. Ich hab ihn zweimal getroffen mit dem Pfeil. Weiß nicht, wer da ist da oben, ob der jetzt zu uns gehört oder nicht. Der Adler da, der da schwebt. Wenn er keinen Namen hat, gehört er nicht zu uns. Ja, er wird nicht zu uns gehören. Wir sind jetzt zwei Adler in der Luft. Wenn du kannst, abschießen. Warte, ich schreib den. Leute, die am Boden rumrennen. Marcel, soll ich von Rapante den... Adler ist down. Achso, ne, ist vom Babo jetzt, ne? Ja. Guck, holt euch bitte. Babo, soll ich von Rapante... Ne, der ist nicht schon... Babo ist nicht da, nimm den Dino und greif an. Kann bitte mal noch jemand zweites mit herkommen, mit dem Speer, mit Nahkampfbewaffnung zu mir, dass wir zu zweit rein können? Ja, mit der Schrotflinte haut. Ich kann trotzdem bloß einen gleichzeitig anschießen. Ich hab ihn gehittet. Es läuft immer noch einer hier in der Base rum. Mit silberner Rüstung. Also ja, der ist von Jack and Jones und behauptet, er hilft. Also. Ja, die wollten helfen, haben sie vorhin gesagt. Wer braucht jetzt wo Hilfe? Ich bei mir hier. Ich gehe jetzt hoch und bitte, wenn es geht, mit drauf schießen, ja? Ja, wo bist du denn? Ich stehe hier direkt vorne an der Rampe. Ich hab ihn fast. Der hat nicht mehr viele. Ich weiß nicht, wenn er komplett auf Leben geskillt hat, kann er auch 500, 600 Leben haben. Ja, ich werde abgeschossen. Alles klar, ich habe. Oder du, oder wir. Okay. Jack and Jones, das ist gut. Wir... Der kleine Wichser, ey. Wenn einer von euch tot ist, sagt den Jack and Jones Leuten, sie sollen... Einer von Chaotis war dabei? Was? Ihr habt gerade einen Chaotis-Typen gekillt? Was greifst du mich an, du Assi, Alter? Verpiss dich, Mann. Wenn du tot bist, dann schreib mal allen Leuten, die uns helfen, komm her und dass helfen sie euch, Alter, sollen, weil man killt sich nur gegenseitig. Lass die Sachen erstmal liegen, scheiß drauf. Lass es mal aufräumen. Genau. Wieso killt man sich gegenseitig? Was ist los? Wenn Leute von anderen Tribes, die dir helfen wollen, da sind. Und du weißt ja nicht, du kannst ja auf die Entfernung nicht sehen, wer das ist. Dann knallst du ihn ab, dann ist er tot und dann haben wir auch noch Stress mit denen. Ja, nett, dass sie uns helfen wollen, aber wenn die alles, was außerhalb unserer Base ist, können sie ja gerne erwischen, aber sie sollen nicht so nah an unsere Base kommen, weil wir schaffen... Da fliegt immer noch einer auf dem Adler rum. Ja, jetzt nicht schießen. Ich habe geschrieben, die sollen alle abhauen. Ach so, okay. Ist der oben aus dem Turm weg? Ja. Den haben wir gekillt gerade. Maulwurf nicht. Hammer, ey. Ja, ich krieg wieder Tor nicht zu. Kann das mal eben kurz einer zumachen. Welches? Das große. Behemoth. Genau. Ich mach's zu. Ich hab aber immer noch nicht erkannt, wer der Zweitplatz jetzt war. Habt ihr das gesehen? Oh. Was war denn das jetzt? Serverabsturz. Ja. Wird's der Restart sein, der war eh schon lange überfällig. War das denn jetzt Jack and Jones oder? Nee, oder wer war das jetzt? Nee, also angeblich wollten von Jack and Jones helfen. Jack and Jones hatte ich hatte vorhin im Global Chat geschrieben, jeder der helfen kann, soll helfen, was eigentlich eine bescheuerte Idee war, weil wir die nicht unterscheiden können. Ja, eben. Ja, genau. Mir ist in dem Moment nichts Besseres eingefallen. Ja, ich weiß, ist ja nicht schlimm, das passiert halt. Aber das ist echt kompliziert. Passiert. Ich wusste nicht, auf wen ich schießen sollte. Aber krass, endlich mal ein bisschen Puls hier, Alter. Aber die Scheiße, was das für Kinder sind, echt. Aber Leute, super gemacht. Ja. Lutz, als du uns sagst, dann raus seid, dann sage ich, ja, pass auf, jetzt haben die gesagt. Jetzt lasst ihr euch in Ruhe, jetzt kommt Jack and Jones heute Nacht und macht uns Platz. Nee, der Typ von Jack and Jones hat gerade eben gesagt, wir sollen Teams bekommen. Die waren nämlich gerade damit da, ich war vorhin bei den Jack and Jones im Teamspeak, hatte mit dem nochmal gequatscht, nachdem wir das jetzt bei uns intern geklärt hatten, und die sind nämlich gerade dabei gewesen, die Chaotics aus ihrem, aus der Höhle rauszujagen. Also die waren die gerade am Ausräuchern. Also die waren beschäftigt gerade eben, und Brewmasters hatten gerade eben im Chat noch geschrieben, das ist ein Abschiedsgeschenk, weil die ihn wohl irgendwie abhauen oder was. Ja, okay. Und weil die angeblich irgendwie auch ausgeraubt und getötet und keine Ahnung, hast du nicht gesehen, was wurden. Und das ja auch nur gerecht sei, was sie geschrieben haben. Ja, aber es waren doch nicht wir. Ja, na, das habe ich doch vorhin auch geschrieben. Da kam doch solche Scheiße wie, hol doch und ne, wie armselig, ne. Oh, haben wir aber gut verteilt. Und, ja, Leute, und der eine hat mich für Sex gehalten. Angriff nicht mit den Leuten diskutieren, einfach. Echt jetzt? Der eine hat mich für Sex gehalten, hat geschrien, so Sex, du Penner, viel Spaß beim Schwimmen, und hat mich aus 200 Metern ins Wasser geschmissen. Hey,
Also wer lesen kann, ist klar voll. Und viel Schaden haben sie nicht angerichtet. 2-3 Tiere sind tot. Aber wurde der Beatrap gerade angegriffen? Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Wir wollen euch im Notfall nicht zurück. Aber die Steinmauern haben gehalten, ne? ja, ich glaube schon. Was war das? Der Berg, wenn man den Berg hochkommt, wo nur die Holzmauer steht, da war das, ne? Da sind die durch, da muss der Konto nämlich rein. Ja, ja. Der T-Rex war auch schon drin. Die haben ja, mit zwei. Die haben mit zwei T-Rexen die Spikes weggebissen, dann die Holzmauer weggerissen und dann ist ein T-Rex reingesprungen. Der hat aber nicht lange überlebt. Server ist da. Okay, jetzt habt ihr was gequält. Wie rechts alles aufploppt. Kann sowieso kein Schwein von uns einloggen jetzt, ne? Also keine Hoffnung. Wie gesagt, geht am besten dahin, wo ihr die Leichen gesehen habt. Leroy, was los? Hallo. Wo ist denn Mona? Oh, ich glaube, ich bin gerade gestorben. Ja, ich glaube. Die Cat wurde getötet. Ja, der Onkel hat mich gekillt. Ich glaube, ich bin gerade auch gestorben. Ich habe gerade meinen eigenen Charakter beim Einloggen schreien gehört und bin wieder rausgeflogen. Im Bronto schießen. Ich bin komplett nackt und bin draußen. Ich bin auch da. Ach, hey. Oh, ich sehe Umrisse. Aber ich kann nur... Ach, nee. Ey, das Einloggen, Alter. Ich hab einen Anzeige-Bug, hab ich. Hier rennt einer in den Base rum. Verdammte Scheiße. Kein Mensch kann joinen, so ein Mist. Ja, ich kann joinen, ich stehe auch drin, aber ich kann mich nicht bewegen. Hüpf mal. Ich hab immer für eine Sekunde einen Screen und dann fliege ich wieder raus. Scheiße, ja. hier unten ist ein Bronto, im Lager ist ein Bronto. Der ist tot, ich glaube, der ist tot. Oder, warte mal. Der ist tot. Der Bronto, der muss da eigentlich rumliegen, der ist doch hinüber. Ebel Botner ist zurückgesetzt, der Spino und der T-Rex leben aber. Oh nein, ja. Es wurde, Ginger Lutz wurde getötet. Oh. Komm nicht rein. Ich komm auch nicht rein. Also ich bin drin, aber ich kann nicht bewegen. Mit Ginger habe ich gerade eben versucht, den Dingens zu bekämpfen, den Spino. Aber ist der leider rausgegangen, weil gegen Spino und T-Rex kann der nicht so viel ausrichten. Ich hab da schon zwei mit gekillt. Aber nicht, wenn beide auf dich einbauen. Hey, weglaufen! Wo kann man das auch in den Becher machen? Da ist ein Gegner, seht ihr den nicht? Ja, aber Bonsai. Ey, der Bobby, kill mich doch mal schnell, bitte. Du bist bei dir im Haus, Chloe, da kommt ja, aber, dort die ganze Zeit. Da war ja einer. 26. Mensch. Wer macht denn hier die Tür auf? Einfach 2-6, 2-6 und dann kill mich nochmal. Ach, dieser Login-Bug ist so zum Kratzen. Ja, da sind wahrscheinlich zu viele Leute jetzt rumher. Ja, vor allen Dingen wollen auch alle gleichzeitig einloggen. Ja. Ah, nee, ich verstöre im Bett, glaube ich, dabei. Versucht einfach weiter. Ja, was anderes bleibt ja nicht. Die drauf. Ja, der im Bett ist ja alle, muss ich jetzt kaputt halten. Jawohl, kannst du bei uns im Haus rein? Schaffst du das? Kalypsos Bodyguard hat den Spino gekillt, jawohl. Oh, ist tot. Ja, Mann. Könntest du Munition finden. Also in welchem Bett kann man spawnen? Bei Bonsai? Ja. That's my baby. Wie heißt das? Einfach nur Bonsai oder wie? Bonsai Furzmolle, ja. Okay. Oh, wie war der Code jetzt? 2-6. Okay, also ich habe jetzt ein Schwarzbild. Oh ja, yeah, jetzt bin ich drin. Aber ich sehe auch noch alles schwarz irgendwie. Ja, ich sehe bloß die FPS-Anzeige und sonst nichts. Okay, jetzt geht's. Wo ist das Bett von Bonsai? Oh, da bin ich angezeigt. Das hat ein CD, oder? Oh. Dann kannst du es noch bei Babokium versuchen. Ist er denn online? Kennt ihr den Pin? Von wem? Vom Babokium, falls ich da rein muss. Hier, da ist noch ein T-Rex, der durchdreht, ne? Ja, ich bin drin. Hier dreht der T-Rex noch durch. Super, wenn du bei Babokium... Hast du eine Waffe? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich hab gar nichts hier. Spring runter, da ist ein lila Raum. Jetzt habe ich auch einen schwarzen Bildschirm. Ich bin wieder draußen. Ja, lila Raum. Oder lila Raum, da ist ein Schrank drin. Lila Schrank, da kommt die Rüstung raus. Ist der T-Rex tot? Wenn einer bei... Bonsai, ja. Mich mal am Bett nochmal killen könnte. Ja, ich komm zu dir. Bist du in meinem Bett oder was? Ich kümmere dich erst um die Angreifer. Ja. Dann um ihn. Also join nochmal, ich muss auch zweimal joinen am Bett. Du hast mein Zeug genommen, oder Action? Jupp, hab ich. Dann hopp, auf geht's.
Ich laufe, ich renne. Versuch nochmal zu joinen bei mir. Lutz, da stehst du. So. Ja, ich bin drin, ich hab sogar meine Knarre, ich hab meine Ausrüstung. Kann da irgendwo einer rumliegen? Ich hab noch 8 Schüsse. Genau, hier stehst du. Alter, der Server auch genau in dem Moment auf down gegangen. Siehst du, wenn du die Kühlschränke siehst, da ist die Ausgangstür. Boah, ja, da auch so zu lange. Oh, jetzt bin ich da. Bist du da? Bonsai, guck dir mal in die Backstube. Nein, ich bin draußen geflogen, ich hab mich bewegt, Alter. Boah, ich bin wieder zurückgeglitscht in die Hütte, ey. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt bin ich Der Server laggt böse. Der laggt richtig böse. Soll ich dich umbringen, Lutz? Ich kann nicht mal das Tor öffnen. Lutz, soll ich dich umbringen? Ey, warte mal, ich hab mich ja gerade bewegt. Okay. Ich komm nicht rein. Lebt hier noch was von die? Könnt ihr probieren, mich zu killen? Wo bist du? Ich bin gegenüber... Gegenüber von meiner Hütte, ich glaube Filmon oder wie der Typ heißt, bei dem bin ich im Spawn, die Tür ist schon fast kaputt, die habe ich schon fast durchbekommen. Calypso oder was? Ja. Was ist da los? Wenn wir zufällig runter ins Gehege kommt, ich lieg bei den Dinos, also bei den Tür ist weg. Tigern. Ich habe auch den Bug. Ich müsste irgendwo im Treib auf der Wiese liegen, keine Ahnung wo. Also Calypso liegt hier vor mir. Ja genau, töt mich mal bitte. Also Action ist schon aus unserer Hütte raus, weil sonst hätte er mich auch eigentlich auch noch umnicken können. Ich müsste dabei Bett liegen. Sehen Sie im Chat, dass der okay, Calypso ist down. Restartet wurde. Dankeschön. Damit der resettet wurde, damit der Verlust nicht so hoch ist. Ja, klar, was erwartest du? Das ist ja auch mehr cool. Sollen wir den Server restarten, wenn wir gewonnen haben? Ich sag nur das, was gerade im Chat gewertet wird. Sorry, aber was bringt uns das, wenn der Server zurückgesetzt wurde und im Endeffekt dann die weitermachen können? Genau. Könnt ihr irgendwelche Türen öffnen, die gerade da sind? Nein. Ja. Es leckt alles übelst. Kann gar nichts machen. Versuchen, warte, Leben und angegriffen. Onkel Bob, kannst du mal eben kurz die Tiere von mir wegziehen? Weil ich lege hier fest, ich stehe sofort hier. Ich kann hier nichts machen. Ich greife die ganze Zeit das tote Mammut an. Ich kann nichts machen. Warte mal, ich mach mal. Ich bin ausgeflogen. Die Kanzler, die uns angegriffen haben. Wie hießen die? Oh, hier draußen stehen übelst viele Viecher. Ja. Und bewegen sie sich auch endlich wieder. Hashtag hat mir ein paar Namen geschickt, wer das gewesen sein soll. Mein Freund, glaube ich, hat sich auch ein paar rausgeschrieben, aus dem Chat zumindest. Und hat nämlich fleißig mit zugeguckt. Oh, bist du frei? Ja. Ja, ich wollte eigentlich auch gerade aufschreiben, weil ich komme irgendwie nicht rein. Oh, der Mammut ist tot, gell? Wir schon. Wir weißen Mammut sind es schon. Deswegen sage ich, ey, wir haben jetzt mehr Verluste als vorher. Ja. Ey, wenn die Mammuts waren davor auch gut. Der dreht sich nicht weg, wenn sein Mammut schon wieder tot ist. Das oh, ey, ist doch ein feindlicher Vogel. Ja, killt den. Von dem Brewmaster. Runner, ja, hau weg. Runner, weghauen. Ich komm trotzdem nicht rein. Das alles, ist alles töten. Ihr kennt doch bestimmt den Spruch, it's red, it's dead, oder? Ja. Alter, wer schleifen da mit seinem Mikro rum? Ja, war er eigentlich auch, aber der hat vorher Gizmo erschossen. Ich mach jetzt erstmal das Haupttor zu, ja? Gizmo, komm mal rein. Wann hat der mit... Mich hat Byron nicht erschossen. Welches war das Bett, wo die Wand davor war? Leute, irgendwer wurde erschossen von dem Dings und was soll ich mit dem Pyron-Typen machen jetzt? Killen okay, ich bin drin. Alles killen, was bei uns drin ist. Scheiß drauf. Vorgestorben. Ließen der war weg. Wurde niedergemetzelt wahrscheinlich. Aber der war ja oben in dem Hangar drin. Also hier ist Jax Silverhawk. Alter, mein Vogel ist wirklich verreckt. Schon wieder. Der Kackvogel, ey. Krieg nicht so gebacken. Hast du mich schon gekillt? Ja, nee, ich bin jetzt auf dem Weg. Wir brauchen verdammte Selbstschussanlagen, Mann. Atomraketen. Gehege, ey. Schöne Macke. Jetzt warten wir, wenn jemand gerade nichts zu tun hat. Der könnte mal schauen, wo irgendwas kaputt ist. Abgesehen vom Leute looten. Wo ist irgendwas kaputt? Die haben ja irgendwo die Mauer kaputt gemacht. Wo ist die kaputt? Zwischen. Ich hab noch 2 Mammutsattel habe ich noch draußen geholt. Nachgucken, wo die Mauer kaputt ist. Die ganzen Häuser einzeln kontrollieren, ob irgendwer drin ist. Die, wo PIN-Code drin ist, kommen sie eh nicht rein, aber die anderen.
Ich hatte den jetzt extra auf Follow gestellt, damit der von der Tür wegkommt, okay, aber... Ich pack die Sattel mal kurz in Saxons Mammut rein. Hier ist ein Fremder drin. Saxons Mammut lebt noch? Töten. Unbreakable nicht? Joker, ja. Alter, hier, Level 58. Hast du mich gefunden? Wo ist der? Sofort umnieten. Hier, der ist direkt vor dir. Wo? Im Gehege? Hier, im Gehege, unten drin. Lebt der? Ist der lebendig oder liegt er auf dem Boden? Ich kann mich bewegen, wo ist der hin? Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn auch nicht mehr. Der war doch noch da. Boden? Der ist hier, kurz vor dem Wehemotor ist er. Ja, ich seh ihn, ja. Ey, Jungs, Alter, ey. Lauf so planlos rum. Ja, du kommst hier vor allem durch die Dinos nicht durch. Ey, und bei welchem? Ist er tot? Ja, ist tot. Gut. Ich hab den nicht gesehen, Leute. Ich schwör's nicht. Okay, nicht mehr töten, ich bin drin. Es hat endlich geklappt. Ja, ich bin auch halt wirklich. Ich seh nix. Was? Ey, ich war doch schon unglücklich. So, mal Gamma-Befehl funktioniert wieder. Der ist auf einmal hier, Mann. Der hat sich hier irgendwo in der Base versteckt. Deswegen, wir müssen hier alles durchsuchen. Alles. Ich würd nicht die Leitern benutzen, die sind komplett verbuggt. Wer steht denn da hinten mit dem Speer in der Hand? Lederklamotten an. Ich bestimmt. Ey, meine. Spring mal. Lebt ja noch, die ist draußen. Spring mal. Versuch hier gerade den Herkules aus dem Knoten. Ah, alles klar. Okay. Sind die jetzt eigentlich alle weg? Ja, ist bei mir leider auch so. Vogel ist weg. Ich hab meinen schönen Tiger habe ich von Level 3 an bis Level 45 mit Muttermilch aufgezogen. Mit Muttermilch als Kerl. Das kann ich mir lieber nicht vorstellen. Aus meinen Kosten. Den Spino gekillt habe. Und dann als er den gefressen hat, hat er automatisch den Sattel übernommen. Wett. Warum rennt man da vorne? Ich kann nur gucken, dass ich meinen Spino-Sattel finde. Warum folgt er jetzt Mannis? Weil der bestimmt gepfiffen hat. Nein. Ich hab nicht gepfiffen. Weil ich das gar nicht eben. Mann macht das Ganze auch noch schlimmer. Hat irgendwer meinen Fruchtikus gesehen? Nee, oder? Scheiß einfach da drauf. Bonsai. Und du Inokiddies. Ich hoffe, ich kann bei dir spawnen. Ja, probier. Sieht nicht so aus. Bei Bapopium geht's, gell? Da ging's bei mir vorher nicht. Ah, oh, okay. Ich bin beim Hey, es hat funktioniert. Spawnbug-Bett. Ja, yeah. Es hat funktioniert. Ey, ich hab den ja immer noch bei. Wollt irgendjemand schießen? Ja. Ich nicht. Wer schießt? Irgendeiner schießt hier. Ich hab vom Namen. Ich hab Obert gehört. Der hier oben. Ich hab die Waffe. In der Nähe von der Basis sein, ja. Soll ich hochkommen? Vor mir. Besser ist es, glaube ich. Ja. Ja, ich hab den Kopf versteckt. Ich renne hier alleine mit dem Mann hier rum. Boah, so richtig schöne in die Fresse rotzen mit der Waffe, ey. Bei der Menge von Angreifern ist das noch richtig gut gelaufen für uns, glaube ich, ey. Ja. Die ausgerüstet waren. Und dafür, dass das so plötzlich war und irgendwie erstmal keiner das mitgekriegt hat, auf jeden Fall. Ja, das war ganz witzig, Psycho und ich sind dann mit dem Vogel drüber geflogen. Und dann haben wir so gesehen, oh Gott. Ein Vogel ist im Kampf ehrenvoll gestorben. Ja, hab ich dir sofort geschrieben, ja. Wo habt ihr den Schuss gehört? In der Basis direkt. In der Basis. In der Basis. Boah, der kann doch hier irgendwo außerhalb, also. Also der kann nicht weit sein. Ja. Das kann auch unten vorm Gehege Hintereingang gewesen sein, aber wie gesagt, also der hat sich echt nah angehört. Ja, man hört die Schüsse auch nicht so weit, also. Ja, das ist halt alles noch verbuggt mit dem Sound und so. Aber halt nochmal überall gucken, nicht dass der wirklich irgendwo in der Basis sich verkämpft oder so. Habt ihr beide Türen mitgefilzt? Ja. Ich bin in dem einen gerade drin. Aber ich komm auch noch zurück. Der Schuss kann halt aber auch ein Sniper gewesen sein, gell? Ja, die können jetzt natürlich, die gestorben sind, nochmal hergelaufen sein, irgendwo auf dem Berg oder in der Büsche gelegen. Die finden wir halt nie, wenn die draußen irgendwo im Wald liegen. Wie lege ich mich nochmal hin? X. Mein Vogel. Ist dein Vogel tot? Ja. Meine Katze. Nee, Bobby, im Ernst? Da ist aber auch der Server down halt zum bestimmt schon 33 Level hier gemacht. Ja, also, wie willst du das rechtfertigen, ey? Ja, das kannst du gar nicht rechtfertigen. Das ist, braucht man deswegen auch gar nicht mehr im Chat schreiben. Ja. Da ist Diskutieren absolut sinnlos, glaubt uns eh. Bei den Leuten ist Diskutieren sowieso absolut sinnlos. Das sind alles bildungsresistente Intelligenzallergiker, wenn du mich fragst. Sehr schön gesagt. Ja.
Vielleicht jemand spricht die Wahrheit aus. Der hat aber jemand einen Sprichwortkalender zum Geburtstag gekriegt, wa? Eigentlich nicht. So jeden Tag ein neues Sprichwort? Einmal hier unten läuft noch einer rum, der mit, nur mit dem Speer in der Hand, wo das ich den Namen sehe. Das dürfte ich sein, oder? Da sehe ich keinen Namen. Wo ist unten? Namen und der steht neben Augustinas, was auch immer. Das bist du. Also ich stehe ja, hier. Unten. Warte, ich springe jetzt. Kann mich einer hören? Kann mich einer hören, sagt einer hier. Ja, auf Entfernung. Ah, also, hinten ja, läuft noch einer rum vor dem Spino und dem T-Rex. Wo bist du? Läuft noch einer? Oben auf dem Steg, auf der Brücke. Ja, ja, hier ist noch Bonsai, ist ja auch noch drin und ich bin ja auch noch drin. Hüpft einer ich bin auf dem Gemüsegarten rum. Ein Bonsai, ja, das müsste Bonsai sein. Also ich fliege jetzt gerade auf einem Adler, bitte nicht töten. Er hat ja jetzt gerade gesagt, kann mich einer hören. Der Bugs. Ja, das ist Bonsai. Jetzt schau mal hinten links in der Ecke, Silberbau, bitte, ob da noch einer ist von uns. Hinten links beim Dings ist Bonsai. Ja, ich bin hier. Bei der Katze. Und ich bin da auf der Katze. Da haben sich Dinos in den Felsen gebackt, wo schon mein Schwein drinne gefangen war. Die kommen da nicht raus. Drei Raptoren. Boah, Alter, das ist gerade laut. Wir hatten eine Rückkopplung. Psycho! Irgendjemand hat eine Echo. Oh. Psycho war das. Und es sind schon mal drei Metal Spikes in der Schmiede drin, gell? Also wenn ihr Werkzeuge braucht, im Waffenschrank ist genug gerade. Ja, ja, ich habe jetzt gerade alles vorne reingehauen. Hat jemand noch eine Metal Pike? Ja, im Lagerraum. Im Lagerraum, okay. Wo sind welche Viecherwagen rum? Ich hab habt ihr noch Schuss. Munition für Pistol oder Shotgun? Nicht, oder? Nee, wir müssen erst Gunpowder. Gunpowder, Metal. Steine hier. Metal haben wir noch. Wir haben noch eine. Drei Stacks mit Arrows. Ich hab mal eben draußen in die Kisten noch ein paar Stacks rein. Virenia, lässt du mich mal durch? Oh, Entschuldigung, ja, natürlich. Ja, hier hängen drei Raptoren fest. Bei unten? Die versuche ich ja, gerade rauszuholen. Das ist gut, hier rein. Bei Serkson im Sattel, bei Serkson im Money waren gerade noch zwei Mammutsattel. Oh, eine Katze klemmt auch in deinem Dings fest, auch nicht schlecht. Wo klemmt eine Katze fest? Action, lass mich mal hinterher hin. Unter dem Ceiling. Ja, ist warum schnell? Der Leiter ins Gehege runter. Lass mich doch mal hinterher hin, Jackson. Siegfried. Die hier. Geht da ein Tipp davor? Ich brauch mich gar nicht auszuloggen heute, ey. Oh, ich kann wieder nichts öffnen. Ah doch, jetzt. Ja, aber gerade ein kurzer. War bei mir auch. Geh mal, Leck. Unten ist das Torfen, warum ist das Torfen offen? Ist da jemand? Ja, ich. Aber was ich bin hier halb im Boden gerade. Ah, wer schiebt heute Nachtschicht? Bobby, du hast heute nichts zu tun. Ich hab schon eine 24-Stunden-Schicht hinter mir, also. Okay, die eine Leiter hab ich rausgeholt. Ich bin mal kurz bei den Jungs von Jones drüben. Wo meintest du, backt noch eine Katze unter der Ceiling? Willst du erschießen? Warte. Bonsai. Nein, ich will die nicht erschießen, ich will die hier raus haben. Nur ich bin zu schwer, verdammt nochmal. Nicht. Nicht pfeifen. Oh, Hyping macht noch eine andere. Oh, nein, nein. Pfiffen. Keine Ahnung. U drücken. Abgedrückt. Die Trainer hier. Ach, da unten. Ach du Scheiße. Er hat meine Katze gekillt. Na, wenn du jetzt hier auch noch stehst, komme ich hier gar nicht mehr raus. Schmusekatze. Er hat meine Schmusekatze. Das ist eh schlechter. Warte mal, ich versuch mal, ob der mir folgt. Herr Bonsai, das war keine gute Idee, darauf zu steigen. Dann müssen wir töten wohl. Vielleicht kommt's dann raus. Oh, das ist einer Hyping. Ach, noch was an die Tür. Ja, ja. Beim Angriff war uns von Anfang an bewusst, dass wir untergehen werden. Ja, ja. Jetzt versuchen sie sich noch rauszureden. Mhm. Weil sie nicht den Erfolg erzielt haben, den sie eigentlich gedacht haben. Aber einen habe ich runtergeholt. Das ist nicht was. Hast du ein Schwert wegen drei Holzzäune, die sie kaputt.
Hä? Kerschak, ist einer von uns, ne? Ja. Der liegt, Psycho, der liegt bei uns im Wasser vor den ganzen Tieren. Noch nicht töten, ich pack erstmal mein Inventar aber leer machen. Er hat sich bei uns eingeloggt und ich habe ihn rausgelassen, aber er wollte den Weg nicht laufen, deswegen hat er sich umgebracht. Typing und Sigigorn waren beide dabei. Alter, wer vergewaltigt denn da seine Tastatur, ey? Sorry. Alter Schwede, ey. Das sind Augen, ne? Ey, mein Raptor ist, glaube ich, verreckt. Eine Katze ist verreckt. So, jetzt müsste ich leicht genug sein, dass ich vielleicht rausreiten kann. Hinten bei uns im Wald läuft noch einer. Es ist einer von uns. Oh, was? Denn? Meine Eisenkralle, die hat überlebt. Oh mein Gott. Bei uns im Wald in der Nähe von der Base läuft noch mindestens ein Typ rum. Es ist einer von uns. Vor dem Eingangstor. Was? Einer von uns? Läuft da einer von uns? Also ich bin gerade durchs Eingangstor raus. Ja. Ich glaube, Nemo ist tot. Gerade aus weiter nach hinten in den Wald oder was? Nee, ich bin runter zum Gehege. Dann läuft da noch mindestens einer, der nicht von uns ist, durch den Wald bei uns vor der Base. Okay. Oh, den bin ich getroffen. Ich mach mit! Ich hab ihn nicht so gut gesehen. Rettung der Raptoren hier, ey. Wir sollten vor diesem Loch da eine Wand mal was vorbauen, irgendwas, eine Wand oder so. Ja. Die glitschen immer rein da. Mit einer Sniper, der hat es doch nicht. Jo. Wo denn? Im Feld vor unserer Base. Ja, ich kletter. Ey, ich komm mit dem Raptor schnell und mach den Platz. Komm mit. Ich bin dehydriert, Alter. Er hat nur einen Speer. Vor unserem Feld? Ich schau gerade. Ja, vor unserer Base unten. Siehst du mich mit dem Raptor? Nee, seh ich nicht. Ja, der muss doch mal treffen. Ich bin vor unserer Base. Bringt einer von euch vor unserer Base rum? Also bei dem Bärmotor vor unserer Base, oder was? Ja, genau. Ja, ich seh ihn, dem Speer. Okay, ja, ich hab mit dem Visier so abknallen. Ja, knallen ab. Ah, rennt da, ja. Scheiße, ich hab dich getroffen. Achtung und... Bodo. Ab. Da hinten läuft noch einer, hinter euch läuft noch einer. Hinter uns. Oh, ja, ich seh ihn. Den Jumpy krieg ich nicht raus, weil der keinen Sattel hat. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Alles klar, danke. Okay. Ciao. Wer geht jetzt? Ich, Syndra. Okay, ciao, Syndra. Das Auto. Haben wir noch Muni fürs Gewehr? Ich glaube, hinter dem Stein war noch einer. Ich brauch auch noch Muni. Wo? Da ist noch einer mit dem Raptor, der kommt jetzt auf uns zu. Nein, der mit dem Raptor ist von uns, oder? Ja, das ist Action. Ja, das ist Action. Oh, das bin ich. Ach, alles klar. Da ist noch einer von uns mit der Katze. Ich hab dich gekillt. Ja, ich hab den Namen nicht gesehen. Boom, tot. Oh, fein. Alter. Es gab ein schönes. Boah, hat der eine Scheiße bei mir gehabt. Muss trinken, ich fahr los schon wieder. Ganz brauchen wir alles nicht. Ach, Mann. Oh, nur zwei Fleisch und beim Vieh. So, ich hab die Raptoren. Ich hab die Raptoren rausgekriegt aus dem Loch. Sehr gut. Alter, bitte. Ihr habt einen von Chaot gekriegt, der war vor der Tür. Ja, hallo? Was erwartet ihr, dass wir jetzt hier eine. Wissen Sie nicht die Verbündeten von uns? Dass wir eine ruhige Kugel hier schieben. Oh, wir sind da. Ja, okay. So, die Raptoren habe ich alle retten können, ne? Super. Gut, ja, schade, dass meine Katze tot ist. Jetzt muss ich mir eine neue teilen. So eine Scheiße. Ich habe noch zwei Mammutsattel hier gefunden. Die tue ich mal in die Kiste. Ja, das ist die ich gerade da reingetan habe. Achso, ja, dann die Rapien 6 und Money gefunden. Ja, genau, da habe ich sie reingetan gerade. Ja, ich tue die mal hier in unser Stash-Tab. Ist voll.
Ich glaube, ich habe irgendwie mein UI ausgeschaltet. Wie kann ich das wieder einschalten? Oder genau, bei Dino Kings Lino Drop können wir noch ein paar Sattel reinpacken. Ja. Ah, danke. So. Und weg damit. Parasau habe ich noch. Deine Freak will in unser TS kommen, um das zu klären, warum auch immer. Ja. Wer? Nein. Soll er doch. Der Sedigorn. Ach so. Naja, ja, keine Ahnung, die können mich mal gerade am... Ja. Anus lecken. Das auch. Na egal. Hier ist, ich habe auch gerade zu den Jungs von Jack and Jones gesagt, also die hatten keine Verluste, die sind halt alle außerhalb unseres Gebietes gespawnt, weil der Server weit genug zurückgesetzt war, die waren halt einfach noch nicht hier. Ah, okay. Und ich hatte denen ja vorher gesagt, die sollen nicht mehr zu uns kommen, wir klären das halt alleine, deswegen hatten die jetzt auch gar keine Verluste. Und hab denen auch gesagt, ne, hier Bündnisse und sowas gibt's jetzt gar nicht, bei uns ist jetzt Akro-Atomraketen platziert und jeder, der sich nähert, muss halt damit rechnen, einfach aufs Brett zu kriegen. Heißt natürlich nicht, dass wir jetzt hier irgendwie den Server platt machen. Oh Mann, wir brauchen mehr Platz, der Lagerraum ist voll. Hat jemand meinen Fruchtikus gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder war jemand mit dem Früchtefarm? Ah, okay. Wo draußen? Er steht hinter den drei großen Scheinen. Ja, Fruchtikus steht hier im Innenhof. Ah, das ist gut. Ich hab mich schon gewundert. Der Pirate von Chaotic fällt gerade rum ein bisschen. Ja. Brauchen wir eben schnell Früchte. Okay, eine Früchte. Doch, hier sind ein paar. Haben wir immer noch Raporn? Ich brauche die gerade alle. Okay Leute, ich muss auch langsam gehen, sonst wird es zu spät. Okay, dann gute Nacht. Jo. Gute Nacht, Leute. Nacht. Ciao. Jo, gute Nacht. Ich habe so ein Gefühl, dass wenn ich morgen einlogge, hier nicht mehr viel steht. Nee, deswegen. Ach man. Ja. Okay, dann sage ich mal auch für meine Zuschauer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht beim Anschauen, ja. Und schaltet wieder rein beim nächsten Mal Let's Play Ark Survival Evolved. Und ja, macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Oh.